Willkommen bei Stellar Blade Teil 20. So, jetzt sind wir da in dieser Firma, Raffinerie, Industriegebiet, was auch immer, und müssen ein paar Fallen ausweichen. Bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und ein Boss hat uns auch schon verfolgt. Die Hand habe ich ihn abgeschnitten, also eine. Und jetzt mal schauen, ob er eine zweite hat oder eine noch schlimmere Waffe. Vielleicht mutiert er ja und keine Ahnung, was er wird. Na, mal schauen, wie es weitergeht. Viel Spaß! Bitte um Aufmerksamkeit. Unverzollte Ladungen registriert. Aufseher, bitte überprüfen Sie Ihre Warenbereiche. Na super, wie soll ich denn da vorbei eigentlich? Ja, Körperkern, wir leben. Hehe.
bitte herhören. Alle Abläufe werden wegen Inspektionsverzögerungen pausiert. So still. Denkst du an die Kolonie? Oh, woher weißt du das? Mir kam beim Durchsehen der Kartendaten eine Idee. Wenn du die Atmosphäre verlässt, kannst du dich vielleicht mit dem Netzwerk der Kolonie verbinden. Ein Versuch ist es wert. Sobald wir verbunden sind, können wir Vermächtnisse schicken, die alle Erinnerungen und die Wahrheit über die Nativas enthalten. Wann leitest du mich? Ich sollte dich doch leiten. Tja, Adam hat meinen Horizont erweitert. Thank you.
oben ist eine Leiter. Geschlossen. Wow, was ist denn hier passiert? Hohoho. Ich kann das Notfallzentrum sehen. Ist mir verwaschen. Das ist ein Witz, oder? Ganz ruhig. Wir verstecken uns.
sowas hasse ich, wenn man wirklich nicht mal irgendwie wehren kann und die Dauer verstecken muss. Ja. Und was die für einen Schaden raushauen. Nein, Gott sei Dank, das war ja Katastrophe. Wir haben es nicht geschafft. Bleib weiter wachsam, Lilly. Natürlich. Schaut aus wie ein Bossraum hier jetzt. Kommt sicher der Typ zurück mit der einarmige Bandit. Und dafür hat er wieder zwei Arme oder einen stärkeren Arm wie vorher. Oder vielleicht ist es doch kein Bossraum. Da vorne ist aber ein Gegner und das sind auch Gegner. Na, vielleicht ist es gerade komplett. Ist es kein Bossraum? Oh, was ist denn das? Alter. Ja, geh nur kurz aufs WC, komm gleich wieder und dann geht's hier weiter. Thank you.
So, jetzt da geht's. Mal schauen, was jetzt passiert. Wir sind im Raumfahrtzentrum. Das ist der Orbitlift. Die Kontamination breitet sich auch hier aus. Und sie scheint deutlich schlimmer zu sein. Okay, wollen wir los? Wie komme ich an Bord? Nach rechts. Es ist nicht weit. Na gut. Zuerst mache ich mal alle kleinen Brüchen da und dann fahre ich mal da rein. Wundert euch nicht, ich will nur nicht alles lesen, das ist immer so viel. Ich will spielen und Monster töten.
Was ist denn eigentlich los? So viele Gegner? Dann ist normal. Diese scheiß Wurmdinger tauchen auch da und da. Mach ich den linken zuerst. Mal wieder ein Körperchen, cool. Zwei wieder mehr Leben. Mach zuerst den da. Der ist gefährlich, aber die zwei. Und den anderen Hund kann ich von hinten dann killen. Ah, okay, so geht's auch. Kann ich nicht zielen, was ist da los? Ich kann Waffe nicht benutzen. Ah, jetzt geht's wieder. Geht doch. Und das, oh, was ist denn da jetzt? Da ist der Gegner auf einmal aufgetaucht. Warum ist da oben ein Tentakel, verdammt? Da ist auch einer. Lol. Keine Ahnung. Windig, oder? Okay, abgewehrt, aber okay. Wie gesagt, manchmal geht's einfach nicht. Und sind die eigentlich wegen mir da? Und ein Heiler. Also vier Heiler, hoppala. Sind da drin, okay. Lol. Eine ganze Armee von Idiotenrobotern. Okay. Das verstehe ich gerade nicht. Wenn wir jetzt was suchen. Was? Warum sind die Farben eigentlich jetzt immer eher mit ihnen überall durch? Wow, das war knapp. Fuck! Wir haben Strom. Okay. Gehen wir auf die andere Seite. Wir sehen uns auf... Entschuldigung, wieso? Deswegen rede ich heute so viel. Also verschleimten Hals heute. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Okay. Dann warum ist da einer drin? Ah, ja, auf geht's. Ich glaube, wir sind hier fast.
Und das ist eine Kiste. Und der Leine raus. Hab da mal nur Munition einmal. Und da hinten. Allein. Dann fahren wir in die Mine rein, Trottel. Wie ein Terminator, er kommt immer wieder. Schild, okay. Das ist nichts Wichtiges. Ein Döschen. Muss der hier nicht leuchten, wenn das in der Nähe ist? Aber jetzt. Apfelnektar, das ist ein Geschmack für die ganze Familie. Das ist sicher ein österreichisches Getränk. Quasi so ein Fake-Armdudler. Ich frage mich aber, gibt es einen Armdudler auch in Amerika oder? Das da jetzt. Diese Kiste könnte ein Köder sein. Das glaube ich nämlich auch. Und dann ist er irgendwo Geschütze. Ah, pass auf, dass du nicht den Laser berührst. Na genau, Rainer, deinen Laser. Typisch ich. Aber es ist ja das Lustige auch bei mir. Das sind halt merkwürdige Sachen. Oh, da sind Gegner auf einmal. Und dann Heilwichser. Probier das jetzt einfach. Warum? Verstehe ich, was passiert da, wenn ich hüpfe? Müsst doch nicht ins Sonst rüberkommen. Pass auf, dass du nicht den Laser benutzt. Ah, pass auf, dass du nicht den Laser berührst. Also oben ist auch einer. Habe ich noch gar nicht berührt. Was zum Gagaia passiert hier? Ich will das haben, sonst ich irgendwie ein cooles Gewand wieder. So, der leuchtet dann. Ich muss darüber. Muss ich nicht einfach rüber, wenn schnell? Ich
Ich habe nicht mehr viel Zeit zum Nachdenken, weil jetzt muss ich zum Drehen anfangen, diese Nippe. Schau. Keige. Ich sag schon gar nichts mehr. Ich kann das gar nicht drücken, weil genau dort vorne ist ein Laser. Ich glaube, das ist einfach eine Falle. Da ist wahrscheinlich gar nichts drin. Und so wie ich ein Video finde, G3 Laser Room. Dann probier's noch. Pass auf, dass du nicht den Laser berührst. Na, so wie ich denke, geht's nicht. Schau mal, ob ich ein Video finde. Ob überhaupt was drin ist, nicht, dass ich das dann mich da ab. Rackere und dann. Schau mal. Okay. Rüber. Auch hier macht das so von der Seite. Was ist drin? Ja, was drin ist, natürlich nicht gezeigt, aber es ist doch ein cooles Outfit anscheinend. Ein Black, ein Nano-Anzug sogar. Auf alle Fälle hüpft er von der Seite. Pass auf, dass du nicht den Laser berührst. Nimm die Vorräte und verschwinde. Ja, siehst, geht ja. Nur die falsche Seite genommen. Geil. Und der schwarze Rose. Muss ich jetzt mal freischalten, gut. Das nochmal speichern. Und jetzt eine kurze Pause mit dem Video und wir sehen uns in Teil 21. Bis zum nächsten Video. Bitte nicht vergessen zum Abonnieren und zum Liken. Danke, Leute.